So, mit dir ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Steins Gate. Nun in der Folge 32, wenn ich nicht ganz verzehrt habe. Immer noch in dem Bereich, wo wir in der zweiten Aufnahme sind. Aber ich glaube, wir, Satan und ich, kommen langsam auf unser Ziel zu, endlich das jetzt das Tagesziel noch zu überbieten. Genau, endlich auch in dem Bereich eine vernünftige Aufnahme hinzubekommen. Genau. Und das hoffentlich auch in einem Bereich, die am besten noch, also am besten noch eine Aufnahme hinbekommen, hin zu einem Bereich, den wir noch nicht gesehen haben heute. Das wäre schön. Genau. In der letzten Folge haben wir weiter dieses mysteriöse Mädchen hier kennengelernt. Moe-chan, oder sie ist Moe-ka, also Moe-ka. Moe-ka. Moe-ka, genau. Moe-ka ist ja dasselbe wie Moe-chan. Fast. Und, die sich halt herausstellte als eine sehr wortkarge Person, die unseren lieben Herrn Okabrind nicht unbedingt so interessiert, da wir nur erreichen wollen, oder zumindest Herr Okabrind, dass seine Fotos gelöscht werden. Sie allerdings hat uns jetzt gefragt nach einer Legende, die hier geben soll, nämlich, dass hier irgendwo dieser mysteriöse PC existiert, den sie uns gerade zeigt. Und was mir übrigens nebenbei aufgefallen ist, während der Pause war, ich bin ja leicht misstrauisch geworden in Steins Gate, nachdem unser lieber Herr... warte... Nachdem sich unser lieber Herr Rukako. Handy-Battle. Ja, genau. Dom-dom. Nee. Nachdem sich unser lieber Rukako auch als Frau Mann herausgestellt hat, bin ich ja leicht misstrauisch geworden. Und ich finde jetzt so, wenn du jetzt mal so Oberweite abdeckst und so, dass vom Gesicht her könntest du doch eigentlich auch ein verkleideter Junge sein, oder? Eher weniger. Hast du mal auf die Wimpern geachtet? Ja, aber das war doch bei ihr, also bei ihm, ihr auch so. Also ich bin da misstrauisch geworden, auf jeden Fall. Wirst du mich jetzt schlagen, wenn ich die letzten Folgen nicht gesehen habe? Stimmt, Rukako hast du noch gar nicht gesehen. Ja, ich hatte da bisher ein bisschen mehr mit der Schule. Da wünsche ich dir viel Spaß mit ihr, das kann ich dir schon versichern. Das ist ganz schön. Ja, ich habe mir jetzt alle Folgen auf den iPod gezogen, also da können jetzt die nächsten Tage kommen. Ja, glaub mir, das wird eine Welt für dich zusammenbrechen. Das kann ich ja schon mal, vorwarnen. Oh, das ist nett. Danke. Ja, das ist... Vor allem, das ist, Ach geil, rede mich nicht. Ich will die verwechseln vorher. Auf jeden Fall finde ich, die sieht ein bisschen aus... Also für diejenigen, die auch, vielleicht Royal Orchestra kennen, da gibt es auch einen Charakter, der so ähnlich aussieht. Auch ein Junge ist. Egal, auf jeden Fall. Was? Royal Orchestra? Royal, also königliches Puppenorchester. Aber... Ja, doch, ja, Royal. Das zur Seite, auf jeden Fall, willkommen zurück, weil jetzt Playdingen sind, jetzt nach 3 Minuten sinnlosen Gelaber, geht's auch jetzt wieder weiter. Nur 3 Minuten sinnlosen Gelaber, nicht wieder. Ja, nur, genau, wir machen schon Fortschritte. Wir kommen jetzt auch weiter mit unserem, auf jeden Fall nach diesem komischen PC, unsere Moe-chan sagt, ach nee, und wir überlegen uns gerade, da haben wir schon irgendwo gesehen, wir haben schon Theorien geäußert, vielleicht in unserem Labor, und zwar nicht das Lama, was wir wegen dem Fernseher. Deswegen wird dieses Lama war ja in einer Fernsehkonsole, das hingegen ist ein PC. Der Alpaka-Mann. Genau, Alpaka-Mann. Das Alpaka, Entschuldigung, ist ja das Alpaka, kein Lama. Himmels Willen. Ich kenne zwar den Unterschied nicht, aber ja, wir sollten uns wirklich schämen. Ja, das ist furchtbar. Auf jeden Fall, wir haben überlegt, dass wir können schon irgendwo gesehen haben und weiter geht's. IBN 5100. IBN 5100. Oder, ach, ich weiß nicht, Moe-chan sagt auf jeden Fall IBN 5100. Kennen wir den PC nicht irgendwoher? Hat nicht damit zu tun, dass wir das schon wissen, was es ist, weil wir es schon gesehen haben, aber kennen wir es nicht schon irgendwoher? Ich denke nicht. Werden wir auch von sofort drauf gekommen von uns aus. Was ist IBN 5000 nennt? Derjenige, der den John Titor versucht hat zu bekommen. Hä? Ich kann auch auf Englisch vorlesen. Nee, ich könnte schwören können, ich hätte gerade gesehen, wie ihre Finger, die das Telefon halt kurz gezuckt haben. Jetzt sind wir hier auch in der letzten Aufnahme auf diese wahnsinnig tolle Idee gekommen, dass vielleicht unsere nette Dame hier John Titor sein könnte, bam, weil sie genau jetzt auftaucht und denselben PC sucht. Was genau wahrscheinlich eine genauso tolle Idee sein, genauso tolle Theorie ist wie im Okabrind mit seiner tollen Verschwörung. Ja, wahrscheinlich ähnlich toll. Ja, ja, ja. Aber es passte gerade so. Also irgendwie.
Nämlich dann könnten wir auch anfangen zu rätseln. Warum zum Teufel? Ja, es wird, das sind dieselben Fragen wie vorher, also egal. Also ich sehe auf jeden Fall diese wahnsinnig utopische Theorie. Und, nee, der Vorteil wäre, wenn sie jetzt der John Titor wäre, könnten wir schon mal ausschließen, dass Dr. Nakabashi John Titor ist. Ha. Es sei denn, sie ist wirklich ein Mann, weil John Titor kommt aus der Zukunft, ist zurück in die Zukunft gereist, hat einen Alterungstrank genommen, in die Vergangenheit gereist und ist dann... Nee, das ist... Klar. Ja. Warum denn auch nicht? Ist auch überhaupt nicht irgendwie... Nee. Also, red nicht drüber. Also, das ist ein Mädchen und ich will, dass der Mädchen bleibt. Ich will's auch. Also, auf jeden Fall, genau. Du hast ihn gesehen und... Ab jetzt sind wir wieder blind, Satan. Wow. Weil jetzt also jetzt auch zusammen mit euch, auch blind, in der hoffentlich ersten Aufnahme, die es funktioniert. Wir hoffen, wir konnten jetzt mal, hoffentlich konnten wir inzwischen unseren Haussegen wieder gerade richten. Weiter geht's also. Nein. Ach nee, das haben wir auch gesehen, glaube ich. Verdammt. Nein, ich kenne bloß den Namen. Das ist wirklich ein Zufall. Doch, das haben wir noch gesehen. Ich weiß noch, in der vorherigen Aufnahme haben wir das noch nachgeschlagen. Koinzidenz. Ja, verdammt. Also, wir sind so fast blind, so de facto. Jetzt so noch ein, zwei Beiträge. Das ist wirklich ein Zufall. Oder vielleicht... Hier waren wir stehen geblieben. Genau. Ja, bei Steins Gate, ja, genau. Konnte das die Entscheidung von Steins Gate sein? Schon das zweite Mal, dass dieser ominöse Name hier in diesem, bei uns in dem Spiel auftaucht. In einem Spiel, was Steins Gate heißt. Das halte ich für ziemlich abwegig eigentlich. Ich glaube, es hat mehr was mit den Illuminaten zu tun. Da genau. Bin ich mir sicher. Ganz sicher. Puh, wenn ich, warte, ich glaube, der kam schon zwischendurch vor. Ich glaube, ich könnte schwören können. Nee, das war so. Also, wir hatten jetzt schon, ich habe schon mal irgendwann die Idee geäußert, dass Steins Gate was mit Einstein zu tun haben kann. Aber was hat denn aber. Die andere Idee ist ja, wenn Steins Gate wirklich Schicksal ist, hat es ja weniger mit Einstein zu tun. Ich bin überfragt. Ich bin wirklich überfragt. Auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall, also auf jeden Fall ab jetzt spielen wir auch mit euch zusammen blind. Und das ist wunderbar. Ja, oh, es kann weitergehen, endlich. Bitte, lass es gut laufen. Kennst du gut informierte Leute? Oh nein, stell diese Frage niemals bei Eurocabrind, bitte. Ach so, gut, okay, ich dachte jetzt irgendwie rastet das aus, aber... Daru weiß vielleicht etwas darüber. Wieso habe ich das Gefühl, dass das Team von dem Typen da aufgenommen wird? Hacker. Super Hacker. Was erzählt er schon wieder Müll? Er ist meine rechte Hand. Gleichsetzen mit Kumpel oder er ist mein Bro. Komplize. Ich sag halt, ja, oder Kumpel, Komplize. Und ein Superhacker, der ist. Nein, du musst Superhacker sagen. Der ist Superhacker. Der es schafft, sich sogar in das Hauptquartier des MI6 einzuhacken. Bestimmt. Das Pentagon gleichzeitig noch dazu. Ja, genau, das Pentagon. Alles auf einmal. Ich hab's mit dem MI6 etwas übertrieben. Nein. Das ist ja. Morgenjogging. Easy going, mein Lieber, easy going. Genau. Also super HK. falls so etwas passieren würde, würden uns die Leute in schwarzen Mänteln abholen. Ja, ansonsten sitzen die Leute in den weißen Kitteln. Stimmt's. Ist mal was Neues. Ja. Aber es stimmt, dass er ein super Hacker ist. Das kann ich mir keiner erzählen. Das ist Hacker. Ich meine, selbst im Englischen, wenn du etwas nominalisierst, hängst du ein ER dran und kein A. Es heißt es super Hacker, aber nicht für Okabrind. Nicht für Okabrind, genau. Der Tiefgang über. Sein extrem umfangreiches Wissen über Computer ist unnormal. Ja, ich kenne auch so einen Typen. Abnormal. Abnormal, ja. Ja. Da
Da wir gerade über ihn sprechen, war ich ja gerade unterwegs zum Mike Queen und Nian hoch 2. Nian hoch 2. Ich sollte nicht Zeit verschwenden hier mit dieser unbekannten Frau. Ich sehe voraus, dass diese Frau eine Rolle in der Geschichte spielen wird. Nein, wie kommst du da drauf? Ja, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch ein besserer Statist. Was kommt da eigentlich immer oben? Tipps. Es sind Tipps, genau. Media Scrum mo. Hodo hodo ni na. Hä? Es ist Media Scrum. Ja. Auf jeden Fall, I will take my leave now. Also, ich werde nun gehen. Nirgends mit der Scrum. Ich werde nun gehen. Versuche das ganze Mediengedränge hier, sorgt dafür, dass dieses ganze Mediengedränge hier nicht außer Kontrolle gerät, Frau. Es ist, im Moment schon. Nein. Sag mal. Doch. So. Ich will aber dich jetzt verarschen. Also, nachdem ich es gesagt habe, versuche ich zu gehen. Aber sie greift den halt mich. Sie greift mich halt an den Klamotten fest. Nani, Osaru? Was tust du da? Megado. Oshiete. Gib mir. Die E-Mail? Nani ga nerai da? Ah, die E-Mail, die wir relativ am Anfang bekommen haben, oder? Könnte das sein? Was sag ich mal, der nicht lesen konnte, oder die... Ja, Gott, das ist schon Ewigkeiten her, ich mir die Folge ich weiß, dieses Geknister, du meinst... Ja, genau. Oder meint sie die, oder... Darauf zurückkommt, dass sie vielleicht Stortito sein könnte, Die Mail, mit dem er das Zeitraumkontinuum durcheinander gebracht hat und weshalb sie jetzt hier auch weiter in der Zukunft gelandet ist. Fragen über Fragen. Wir können mal gucken, für die nicht mehr erinnern, welche Mail es sein könnte. Ich bin ziemlich sicher, es ist die da. Genau. Die andere Mail war halt Sendmail. Ist nicht mehr drauf. Gelöscht. Was ist? Superhacker. E-Mail. Ach so, nein. Ich soll dir die E-Mail-Adresse geben. Mann, jetzt haben wir schon so schön unsere Verschwörungstheorien. Schön Theorien, hör mal. Also auf jeden Fall die des Superhackers. Nein. Ach so, scheint so, als wollte sie mit Daru sprechen. Nein. Das ist jetzt zum Teil mein Fehler, da ich ihn halt erwähnt habe. Nun, ich gehe sowieso zu Daru, also schätze ich, kann ich sie mitnehmen. Moment mal. Es könnte sein, dass das eine Falle ist. Der Typ hat Probleme. Ich wollte sagen, ey, der hat echt so. Sie könnte ein Spion sein, welcher halt die, eine potenzielle, Kampfkraft, erstehen möchte, die halt Daru ist, die Daru darstellt. Falls ich Daru verliere, werde ich, verteidigungslos sein. Ja. Halt, stopp mal. Daru, der Überkampfsport-Typ schlechthin, ja? Ja. Ist quasi, sieht er als seinen Bodyguard an, ja? Ja, seine letzte Hoffnung. Ja, der Typ ist. Ja. Ja, wenn er sich vorhin stellt. Egal. All I will have. Achso, alle, die ich noch auf meiner Seite haben würde, wären Mayuri, die Cosplay-Mäherin. Female only. Achso, die Cosplay-Makerin allerdings nur für Frauen. Komm, Mayuri oder Mayushi ist doch ein sehr hochwertiger Kampfkamerad. Kampfkraft, ja.
Die ist echt super awesome, also. Ja. Kotori! Ima daru ushinau wake ni wa ikan. Nein, Einspruch. Jetzt kann ich es mir nicht leisten, Daru zu verlieren. Ja, oh, verlieren. ich befreie mich aus ihrem Griff und fange an, schnell von ihr, also in einem einigen Tempo von ihr wegzugehen. Kabarett. Ich werf einen Blick hinter mich. Die Frau folgt mir. Ja, ach nee. Ich überlege dann, wegzurennen. Achso, nee, ich versuche wegzurennen, aber sie ist immer noch hinter mir. Erinnert ihr uns das nicht ein bisschen an die erste Szene mit unserer lieben Markise? Markise Kurisu? Genau. Ja, so ein bisschen. Ore no ushiro wa aruku na! Hör auf, mir hinterher zu laufen! Ich drehe mich um halt und beschwere mich bei ihr. Wie auch immer, sie ignoriert meine Wörter und zeigt mir, aus welchen Gründen noch immer, den Bildschirm ihres Telefons. darauf abgebildet ist ein Foto von mir, ist das Foto, das sie von mir gemacht hat, mit mir, und meiner halt bescheuerten, meinem bescheuerten Gesichtsausdruck auf ihm. Das Bild will ich haben. Du hast immer noch, bisher noch nicht gelöscht. Falls du sie mir sagst, lösche ich sie. Oh, ein Erpressungsmittel. Haha, fail. Ja. Kono ore wo odosu to. Kisama. Nani mono da? Blackmail heißt Erpressung? Ich bin mir nicht sicher. Soll es nicht den Typ mit der F5 in Englisch fragen? Ich hab mir wahrgeschaut, also unauffällig. Ist gerade ein Geistesblitz wie aus dem Nichts. Erpressung, hä? Wer zum Teufel bist du? Meine wahre Natur aufzeigend, schaue ich sie halt mit einem intensiven Blick an. Trotzdem, es scheint so, als würde es keinen großen Einfluss auf sie haben, da sie nach unten guckt. Komisch. Ich bin... Sie zögert für einen Moment. Ein Teilzeitjobber bei... Teilzeitjobber? Genau. Ein Teilzeitarbeiter bei Arc Rewrite. Arc Rewrite. Was immer das heißt. Was zum Teufel ist das? Ein Tipp. Ein Edic, also eine Programmierfirma, sage ich jetzt mal, die in Akihabara ist, ja? Achso, ein Tipp, ja, jetzt verstehe ich, ja, ein Tipp. Eine, komm, Entschuldigung. Na gut. Sie ist ein Teilzeitjobber in einer, Programmier, in einem Programmierunternehmen. Programmierfirma. Mumbling heißt so leise redende und unaufgluglige. Auf jeden Fall diese komische Frau sieht nicht wirklich so aus, als würde sie die richtige für einen Job sein. Dem kann ich nicht zustimmen. Mumbling, warte mal, ich kenne das Wort. Mumble. Mumble heißt, um genau zu sein, warte. Nicht Genuschel. Gemurmel. Diese murmelnde und unauffällige Frau oder Gloomy, ja. Scheint nicht so, als würde sie einen richtig gefallenen Job sein. Kisama! Ore no shashin o mudan de kiji ni suru tsumori da na! Du versuchst mein Foto für einen Artikel zu benutzen? Das Porträt des verrückten Wissenschaftlers, der sich in einer Kiebe versteckt. Ja, klar. Ja, will jeder sehen. Falls die... Also wenn... Ja?
Nee, mach du erstmal die Übersetzung. Falls das der Organisation in die Hände gerät, würden sie meinen mein Versteck finden. Würden sie halt mein Laborversteck verfinden und Akiba in einen See aus Blut verwandeln. Natürlich. Genau. Haben wir nichts Besseres zu tun. Verdammt, ich muss dieses Ergebnis irgendwie vermeiden. Ja. Was ich eben noch sagen wollte war, als wenn ich irgendwo in der Zeitung einen Artikel über Steinsgate sehen würde, ich würde mir die sogar tatsächlich kaufen. Und ich bin jetzt nicht so der Fan von Zeitungen. Ja. Trinkst du etwa während der Aufnahme? Nein! Schämst du dich denn gar nicht? Nein, es ist ein Missverständnis. Ja, es ist anders als du denkst. Genau. Nun, ich schätze, es hilft wohl nichts. Let's negoziat, lass uns losgehen, vermute ich mal, heißt das negoziat. Lass uns etwas abschließen, vereinbaren. Lass einen Deal machen, vermute ich mal. Falls ein Teilzeitjobber einer Programmierfirma oder irgendeiner Firma auf jeden Fall hat dieses Foto, dieses Foto hat, du ein Mensch, kann es vielleicht für etwas benutzt werden, welches was mir nicht so gefallen würde. Ich tippe meine E-Mail-Adresse in mein Handy ein und zeige es der Frau. Den Blick zwischen meinem und ihrem Handy wechselnd, kopiert sie die Adresse oder die Nummer mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit ist nicht etwas, was ich nachahmen könnte. Definitiv nicht. Oder vielleicht doch. Also ist diese Frau ein... Übermensch? Übermensch, ja, genau. Übrigens, ganz kurz keine Anmerkung, Übermensch ist nicht gleichsetzend mit Herrenmensch. Das sind zwei verschiedene Dinge. Übermensch kommt aus der Philosophie. Und Übermensch und Herrenmensch ist ein bisschen anders belastet. Was ist ein Herrenmensch? Herrenmensch, das ist ein anderes Wort für Aria. Aria, Aria, NS-Zeit, Diktatur. Die deutsche Herrenrasse für die gesamte Masche, also, wie sowas. Okay, das sollten wir, ja. Also, die gemeint sind Übermenschen, keine Herrenmenschen. Ich nenne ihre Fähigkeit glühende Massage, keine Ahnung. Die scheinenden Finger. Eia. Was sagst du dazu? Ich bin nur froh, dass Steins Gate ab 12 ist oder seit ab wann ist der? Ich hab keine Ahnung. Dass damit hoffentlich nichts anderes gemeint ist. Achso, ja. Ja, stimmt. Falls sie, falls sie eine Mail eingeben kann mit über 255 Buchstaben in nur einer Minute, will der Resi, also will, wird dieses komische Wort mit R sterben. Das ist, falls eben das eingeben kann, wird der Abnehmer definitiv sterben. Ja. Egal. Also, sie, schafft es halt, die, E-Mail-Adresse zu kopieren in weniger, in gerade mal 5 Sekunden. Name? Ho, Inkyoma. Ho, Yui. Ho, Yui. Gott. Kyuma. Ein verrückter Wissenschaftler. Ich wüsste, dass der nicht blond ist. wie wird es geschrieben? Das würde mich auch fragen, wenn mir jemand diesen Namen nennt. Phoenix no Hoho. Im Spelling ist das nicht, Kyo wa Funabashi. Aussprechen? Spelling, ist das nicht aussprechen? Ich glaube, das ist die Frage, wie es geschrieben wird. Hoho.
Er ist in Phoenix in der Tempel. Dann schließlich das Q in Arturius Become the Man the Truth. Ah, okay, scheint irgendein. Also entweder ist es irgendwelche Countries oder irgendein Reit, der sich mal ganz short zusammengereimt hat. Und wie ich gerade sehe, sind die wieder out of time. Wir machen noch ganz kurz noch ein paar Textfelder. Hä? Genau das, was ich mal was haben wollte. Warte mal, es ist ein Ho-Oh, nicht das, nicht ein legendäres Pokémon aus der Kanto-Region. Du hast recht, dann ist das Phönixvieh. Dann heißt Ho-Oh, ja, dann ist das ein du hast recht, du bist gut. Dann heißt jetzt haben wir also endlich zahlen sich die jahrelangen Stunden und Tage und Monate und Wochen und blutigen Finger aus, ein Pokémon gesucht zu haben. Ja, wir wissen, was Phönix oder was ein Teil von Phönix auf der Palme scheißt. Wahnsinn! Und anscheinend scheint unsere liebe Moe-chan genauso viel verstanden zu haben, wie wir gerade eben. Bam. In diesem Sinne würde ich sagen, jetzt alle darüber nachdenken, was das nun heißen könnte, beenden wir die Folge für heute und sehen uns dann morgen wieder. In diesem Sinne würde ich sagen, auf Wiedersehen und noch irgendwelche schlauen Worte von, oder was, ja, irgendwelche Wahlworte von dir noch, Satan. Irgendwas Schlaues? Ja, genau. Der dichte Maximalpunkt von Wasser liegt bei 4 Grad Celsius. Bam. Bam. Und damit genug von heute. Wir sehen uns dann irgendwann demnächst wieder. Vorsichtig morgen. In diesem Sinne werde ich angerufen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.